Ihre Aufmerksamkeit bitten. Vielen Dank und Sie recht herzlich willkommen heißen zu den Stimmen nach dem Spiel der Kassel Huskies gegen die Heilbronner Falken. Bei mir begrüße ich die beiden Trainer, das ist Gerd Wittmann als Headcoach der Heilbronner Falken sowie Rico Rossi als unser Headcoach. Endergebnis des Spiels, wir haben es alle gesehen, 7:3, das Ganze vor 3.185 Zuschauern. Das erste Wort geht wie immer an den Gast Wittmann, ein paar Worte zum Spiel. Ja, zunächst mal einen herzlichen Glückwunsch an Kassel und an Rico und seine Mannschaft. Wirklich hervorragend gespielt und letztendlich verdient gewonnen. Wir schlagen uns zurzeit mit einer Notaufstellung durchs Leben und haben heute mit Kassel einen Gegner gehabt, der uns das Leben da in der Richtung nicht leichter gemacht hat. Wir haben erfreulicherweise von Anfang an recht gut mitgespielt, konnten auch zweimal in Führung gehen in diesem Drittel mit 2:1, auch wenn Kassel sehr häufig Druckphasen ablaufen ließ, wo wir arge Not hatten. Im zweiten Drittel war dann da vorentscheidende Situationen. Wir hatten beim Angriff noch so einen Latten- oder Postentreffer und kurz darauf war das für uns unglückliche 3-gegen-5 Situation, wo ich wirklich nicht viel gesehen habe an Strafen. Da hätte es auch eine getan und diese Zeit hat eben Kassel genutzt, das Spiel zu drehen und hat dann noch einen draufgelegt und die endgültige Entscheidung war dann das frühe 5:2 im letzten Drittel. Letztendlich hat sich der ausgeglichenere und erfahrenere Kader von Kassel durchgesetzt. Sie haben ihre Chancen, die sie hatten, eiskalt ausgenutzt mit sehr platzierten Schüssen und wir konnten dem nicht mehr allzu viel entgegensetzen. Wir mussten ein bisschen Tribut zollen, den Spielplan und unseren Minikader. Sicher war am Schluss auch noch ein bisschen die Kraft und Konzentration mit dabei. Trotzdem muss ich meiner Mannschaft für unsere Situation, vor allem in kämpferischer und einsatzmäßig Lob zollen, dass natürlich spielerisch noch einiges zu verbessern ist, ist ganz klar. Nochmal Glückwunsch an Kassel, verdient gewonnen. Sie haben ihre Chancen genutzt und waren einfach einfach. Danke. Vielen Dank, Gerd Wittmann. Ich gebe das Mikro weiter. Rico, wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, vor das würde ich erst Gerd Wittmann, Luigi Calci einen sehr großen Lob geben. Das ist eine viel bessere Mannschaft, wie wenn wir haben gegen den gespielt die letzten zwei Mal. Ein super Job bei den zwei neuen Trainers in Aue, Anatilla Ehren, das hat erlaubt, diese neuen Ausländer, neuen Torwärter, das ist eine ganz andere Mannschaft und die sind schon in die richtige Weg zu vorbereiten für die Abstiegskämpfe. So, gut ab und geht weiter. Zum Spiel, ja, wir werden wieder, stehen wir wieder hinten, am Anfang des Spiels mit schnellen Tors. In Unterzahl stehen wir überhaupt nicht gut. Haben wir 3 Tors kassiert in Unterzahl. Aber dann in Überzahl haben wir auch sehr gut gespielt. In Knackpunkt für Sikolik, den 5-3, wo wir 2 Tors geschossen hat. Und die Mannschaft dann hat sie in Schwung gekommen und hat sie wieder unser routinierter, druckvoller Offensive-Spiel gespielt. Es freut mich für die Jungs, das erste Mal dieses Jahr, dass wir kennen 3 Spiels hintereinander, 5 Punkte und 9 Punkte in den letzten 3 Spiels. So das ist auch ein Schritt vorwärts für die Jungs. Wie Gerd gesagt hat, jetzt ist dieses harte Programm jetzt vorbei und können wir jetzt ein bisschen auskurieren und können uns vorbereiten für die letzte Phase von der Saison. Dankeschön. Vielen Dank, Rico. Du hattest es schon gesagt, in Krimmetschau am Freitag war das ein relativ ähnlicher Beginn. Relativ schnell oder sehr schnell, nach 3 Minuten in Krimmetschau war es sogar 0-2, hier erstmal 0-1 zurückgelegen. Ist das auch eine Folge dieser, ja, sag ich jetzt mal, Ermüdung durch die vielen Spiele? Oder sagt man einfach, okay, ist einfach ein Fehlstart, nicht wach gewesen? Ja, die 2 Spiele sind nicht zu vergleichen. Im Start sind sicherlich beiden Fehlstarts, aber in 2 verschiedenen Wegen. In Krimmetschau wird es einfach, die Tours waren nicht wunderbar. Und hier muss ich sagen, ich glaube, dass die Jungs hat sich vielleicht auf die Leichtenschoner bedacht, dass wir kommen hier jetzt raus und die Wochenende ist schon vorbei und gewinnen wir dem Spiel. So, die sind 2 verschiedene Gruppen. Machst du als Trainer da was, wenn du sagst, okay, wir spielen jetzt gegen den Vorletzten?
und hast das Gefühl, wenn, oder hast, ist das jetzt ein spontanes Gefühl, dass die Jungs vielleicht den Eindruck hatten, das läuft heute? Oder sprichst du das vor dem Spiel nochmal an in der Kabine und sagst, hier, Freunde, Vollgas heute? Eigentlich machen wir keinen anderen Vorbereiten. Wir vorbereiten für jeden Gegner. Die Idee, die Theorie arbeiten wir jeden Tag genauso, wenn das nicht gegen Heilbronn ist oder wenn das gegen Bietigheim ist. Aber natürlich, da gibt es auch Faktoren für die Jungs. Die schaut die Tabelle an und die sind sicherlich nicht so genau psychologisch oder mental vorbereitet, wie wenn man gegen Bietigheim spielt. Sind halt Menschen keine Maschinen. Gibt es da einen Pressevertreter an die beiden Trainer? Nein, das ist nicht der Fall. Dann die Ergebnisse aus den anderen Stadien noch. EC Bad Nauheim gegen Lausitzer Füchse, Endstand 5:1. Eislöwen Dresden gegen den ESV Kaufbeuren, Endstand 9:0. EV Landshut gegen den SC Riessersee, Endstand 4:3. Starbucks Rosenheim gegen Ravensburg Tower Stars, Endstand 1:2. Und Löwen Frankfurt gegen Bietigheim Steelers, zum Ende des zweiten Drittels steht es dort 1:2. Ja. 1:3. Gut, unser nächstes Spiel dann am Freitag, kommender Freitag, 16.01. 19:30 bei uns zu Gast dann die Eislöwen Dresden. Unseren Gästen wünsche ich guten Nachhauseweg, viel Erfolg noch für den Rest der Saison. Wir sehen uns, glaube ich, einmal noch in Heilbronn. Ich weiß es gar nicht. Doch, einmal haben wir noch, genau. Ihnen allen noch einen schönen Abend, kommen Sie gut in die Woche rein und wir sehen uns spätestens am Freitag. Machen Sie es gut, bis dann und tschüss.